Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Extra-Folge Jump and Run in Jump World. Denn mir wurde ganz lieb in die Kommentare geschrieben, dass es eine Map ist mit 16 Stunden Bauzeit und ich fand einfach die Idee dahinter so cool, dass ich gedacht habe, okay, du machst eigentlich sonst nur Dani-Level, wo wirklich dein Name drin ist von deiner Community. Aber du machst jetzt mal eine Ausnahme, weil du die Idee einfach geil findest und da hinten versteckt sich Peter. Da hinten. Ja, da hinten. Mich nicht. Okay, das ist eine Map von. Hi, das ist unser Mann. Das Leben auf der Erde. Viel Spaß. Sex Secrets, bla bla bla. Bild bei Daxui und Sporgi. Ne? Ne? Okay, go. Und da geht's los. Vor etwa 235 bis 65 Millionen Jahren lebten die Dinosaurier. Ah, Peter, lesen. Auf unserer Erde. Wir müssen uns jetzt beim Lesen abwechseln. Das nächste Schritt bin ich wieder. Pfeil. Pfeil. Okay. Hier hoch. Die Map kenne ich. Push mich. Die Map kenne ich. Die habe ich im Unge-Livestream gesehen. Du bist ein Arschloch. Runter. Warte. Ach, dahin. Runter. Ah, Lava. Ja, das war mein Ah, Lava. Hä? Ich bin dumm. Nächstes Schild bist du. Warte, ja, warte, ich bin dumm. Hä? Warte. Warte. Bitte warten. Bitte warten, bitte warten, bitte warten Sie. Spoiler mich nicht, Junge. Dann war ein Dino, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich so schnell reingegangen bin. Wir gucken uns nochmal an. Seht ihr den? Hui! Ah. Ich krieg diesen scheiß Ecksprung nicht hin. Da ist diese blöde Lava, in die falle ich immer rein. Da ist ein Dino. Ein großer Dino. Ein Dino-Team? Was? Wartet mal, man kann doch hier schummeln, easy. Oh. Ja, kann man auch. Oder? Warte, hier hinten. Hä? Ach nee, ich bin im Kreis gelaufen! Ach so! Hallo, wo bist du? Ja, ich komme über die Lava nicht. Du hättest weit. Auch von oben einfach runterspringen können. Hä, bin ich doch? Ja, da auch. Okay, da sammle ich. Hä? Das ist der richtige Weg. Was meinst du denn? Da, wo ich stehe. Ich sehe gar nicht, wo du stehst. Achso, unten. Echt? Gerade auch so. Dann. Ich komme hier über die Lava nicht. Auch. Er muss halt sprinten und springen. Ja, so. Und easy. Hier dann? Mach mal. Oh Gott, oh Paddy, ich schaff das nicht. Genau, hast auch nicht geschafft. Ich brauch. Oh Gott sei Dank hier. Spring mit Jump. Oh. Wohin? Oh nein, Double Calm bricht aus. Schnell hier raus. Aufs Flugzeug. 30 Millionen Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier begann die Eiszeit! Puh, kalt! Warum musst du das so komisch sagen? Weil ich schwul bin. Hast du gerade schwul als Beleidigung genommen? Nein, weil ich dumm und transig bin. Hä, komm mal dahin? Nee. Hä? Willst du also nicht sagen, ich habe nicht genügend aufgepasst beim Unge-Stream? Du hast nicht genügend aufgepasst beim Unge-Stream. Ich sehe noch ein Schild, da gehe ich jetzt. Oh, hier. Nachtsicht! Du kannst mich mal! Ach, man muss hier lang. Weiß ich nicht. Verfolg mich nicht! Ich dachte, du kennst den Weg nicht! Ich glaube, ich hab's! Peter, wo bist du? Hier! Ich glaube, ich hab's. Hä? Ja. Sag ich dir nicht, wo es weitergeht. Oh. Okay. Ja, ja, warum verfolgst du mich? Drei Armlängen Abstand, bitte. Ganz ehrlich, ich schreibe erstmal Peters wilde Verfolgungszeit in den Titel. Es gibt Klicks. Das finde ich voll doof. Mann! Ich will dich jetzt erst in drei Blöcken Abstand sehen, Junge. Mach doch. Mach ich auch. Mach doch. Ich sehe dich nicht. Immer diese Feministin. 3 Meter Armlänge. Meter Abstand. 3 Meter Armlänge, genau. Das fordern die Frauen. 3 Meter Armlänge sollt ihr haben. Habt ihr keine 3 Meter Armlänge, seid ihr keine Frau. Was? Peter, du bist sexistisch. Und du bist... Dani. Anistisch. Was bin ich? Anistisch. Was ist denn anistisch? Ja, anistisch. Was ist das? Weiß ich doch nicht. Das hast du dir gerade ausgedacht.
Ja, natürlich. Oh Mann! Jetzt gerade. Ich erniste dir gleich eins. Fuck you. Nee. Dani, wo bleibst du denn? Wo bist du denn? Hier! Ich seh dich nicht! Ja, hier! Hier kommen drei Blöcke Abstand, ne? Ja, riech mich deswegen ja nicht. Wahrscheinlich bist du genau in mir drin. Genau. Nee, bist du schon mal nicht. Gut. Das beruhigt mich. Oh, ich hasse diese Eisblock-Jumps hier. Hallo. Ich sehe dich immer noch nicht. Du verstörst mich. Doch, da sehe ich dich. Ich habe dich kurz gesehen. Haha. Was ist das für ein Wir sind im alten... Oh, ich liebe das alte Ägypten. Ich bin dran. Wir sind im alten Ägypten gelandet. Ca. 4000 Jahre vor Christus. Okay, dann bin ich dran. Überquere den Nil. Warte, ich kann den einfach durchschwimmen. Pass auf! Dann warten Fallen auf dich. Hier geht's nicht weiter. Nimm einen anderen Weg. Hä? Oh, ich bin gestorben. Überwinde die Fallen der Pyramide. Ich lege! Hallo? Gut, jetzt sterbe ich wenigstens. Wegen dir bin ich gestorben. Wegen mir! Er gibt immer mir die Schuld, Leute. Er gibt immer mir die Schuld. Das ist so schmerzlich. Hä, bin ich dumm? Ja, da bin ich auch verreckt. Ich weiß, da bin ich auch schon viermal verreckt. Ich krieg das auch nicht hin. Irgendwie lege ich hier auch gerade. Ha. Bist du dir sicher, dass ich... Ich hab den Trick raus. Hä, wo denn? Du darfst nicht auf die Druckplatten springen, da kannst du höher springen. Ich lagge gerade. Okay. Ah, ich kann, glaube ich, nirgendwo woanders hin. Ah, nicht auf die Druckplatten. Auf die Holzdruckplatte nicht. Gut. Hab ich gemacht. Ah, okay, easy. Okay. Einer-Perlen werfen muss geübt sein. Oh mein Gott, was ist das für eine Kacke. Oh, wie kacke. Ab in den Sarg gleich. Aber wir warten natürlich noch auf sie, weil... Weil ich den Sarg gehöre. Willst du das wieder damit sagen? Willst du das wieder damit sagen, weil ich eine Frau bin? Ja. Er ist so sexistisch. Was soll ich? Deswegen gehe ich vor. Nein! 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 Du gehst vor, weil du ein Mann bist und dann immer die Frauen warten. Ja, jetzt. Das ist voll sexistisch. Und wenn du natürlich dann sagst, jetzt macht er natürlich einen auf feministischen Zuhälter, Befürworter. Du bist ein feministischer Zuhälter. Du bist echt nicht koscher. Du auch nicht. Du bist nun in der Schatzkammer. Schatzkammer! Bitte? Okay. Schnapp dir das Gold und dann schnell weg aus dem alten Ägypten. Das zweite Schild hab ich immer. Tut mir leid. Du hast das nächste hier. Ab in die Zeitmaschine! Husch. Wir sind hier 1492 gelandet. Christopher Columbus findet Amerika. Warum wollte ich 1942 sagen? Keine Ahnung. War da was? Nein. Darfst du das? Nein. Darfst du das? Hier entlang. Hier, ho! Okay. Das nächste Schild musst du wieder. Ja, ich weiß. Ich will immer das nächste Schild. Runter! Und die Slimes dein Kopf steht. Oh, sorry. Um die Slimes zu benutzen, um ins Dorf zu kommen. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht. Aua. Gestorben. Ja, ich weiß. Du bist kacke. Woo! Nein! Au! Howdy, Genossen und Genossinnen. Willkommen auf dem Parteitag. Okay, ich bin dran. Wo ist ein Schild? Mein Secret! Schnell weg hier!
Yay, 1 von 6, 1 von 6. 6, 6, 6. Peter. Bitte? Peter denkt nur das an. Ich hab's gefunden, wie es weitergeht. Ich weiß, ich auch. Alleine. Ja, ja. Noch einmal Fallschaden und ich sterbe. Nein, ich bin so ein Idiot. Ja, stimmt. Wieso habe ich mich zurückgeportet? Weiß ich nicht. Aber ja, ich hab's aber direkt geschafft jetzt und... Weil du ein Idiot bist? Ey, noch einmal Fallschaden irgendwo und ich sterbe. Dann musst du den Slime-Sprung nochmal machen. Nein! Wegen dem bin ich ja verletzt. Komm, du schaffst es doch auch nicht. Das nehme ich jetzt persönlich. Ich bin doch gar nicht in so einem Tippi drin, jetzt war ich in einem drin. Jetzt weiß ich, wie es drin aussieht. Jetzt kann ich weitermachen. Oh, Paddy. Hey, Jack. Kannst du mich abholen, du Infeministischer? Nein, ich hole nur Männer ab. Oh! Das nimmt jetzt Beleidigung. Und wenn dir das jetzt ein Schwuler gesagt hätte, dann... Dann wär's okay. Ich frag mich jetzt, was passiert denn eigentlich? Also wer bekommt mehr Recht? Feministinnen oder Schwulen? Schwule Feministinnen. Peter, das war doch eindeutig. Paddy? Punkt im Chat. Ja, ich weiß. Also lesbische Feministinnen, so. Wo ist die Zeit? Hä? Ich sehe hier einen Hakenkreuz, wo muss ich hin? Ja, guck das doch mal an! Ja, besteigen das Teil. Ach so. Und wie? Ach, hier. Du musst du selber herausfinden. Du bist alt genug. Nee, da habe ich noch nicht gelebt zu der Zeit. Was machst du denn da hin? Aua. Du bist so ein Schwein, ja. Wieso rüpst du in jeder meiner Aufnahmen? Weil dein Running Gag ist. In jeder! Leute, achtet mal drauf, in jeder Aufnahme, wo Peter drin ist. Ein Ripsing-Gag. So eklig, Junge. Wollt ihr die besten Rips eures Nebenlandes? Trinkt Saskia Lidl-Wasser. Schleichwerbung. Klassik aus der Quelle Löningen. Sogar mit 25 Cent Einwegpfand. Deine Mutter ist Einwegpfand, Mann. Recyceln sie mit. Oh, lass uns gehen in die nächste Epoche. Ich bin dran mit Lesen, oder? Du bist in das Jahr 2016 zurückgekehrt. YOLO! Was machst du da? Geh in das Labor. Es gibt hier ein Labor im Jahr 2016? Am Glossum geht's hinunter. Ja, tschö. Ich geh ins andere Schö. Los geht's! Viel Spaß! Warte auf mich! Ach, da geht's lang. Wir haben keine Secrets gefunden! Yeah, die Trapper! Nein, das ist bestimmt ein Secret, das ist ein Schild! Rathaus der Stadt, scheiße! Ich sehe ein Secret. Lass ja nicht sagen. Nun musst du an der Hauswand entlang springen. Ach nö. Ich bin wieder. Wo bleibst du? Ich habe mich versprungen, verdrückt. Ich bin wieder zurück. Da hinten ist eine. In der Pizzabude. Gab es im Jahr 2016 schon Pizza? Und wo ist das Jahr 1945 geblieben? Das ist nicht von der Uhrzeit an. Das ist nicht von der Uhrzeit. Doch, hier ist neu. Heute. Hier ist noch eine Epoche. 1945 ist hier oben. Ja, gut, dann bewältigst ich sie gut. Das Schild musst du dann vorlesen. Okay, warte. Ich weiß nicht, wohin. Achso, hier. Hoch, ja, gut. Oh, nö, die Hauswand entlang. Aber es ist schön gebaut. Und Pizza! Woo, Pizza! Jetzt kommt das Schild. Rechts hoch! Oh. Ja, 1945. Was wir durch die AfD bald wieder erleben dürfen. Paddy? Ich habe irgendwie so einen komischen Effekt drin gehabt gerade. Paddy? Ah, okay, da ist er kurz weg. Dann werde ich diese Map alleine bewerkstelligen. Aber das gibt mir wesentlich die Zeit zu gewinnen. Haha, dann bin ich schneller als Paddy gewesen. Gut. Wo steht der denn bitte? Schleimsprung. Tipp, sprinten und springen auf den Slime. Keine Leertaste. Was für ein Schleim.
Was für ein Schleim? Peter, geh mal aus dem Weg. Ist das gelb wieder ein Schleim? Ich probier's! Au. Okay, Peter, du musst wirklich aus dem Weg. Was ist denn der Schleim? Hä? Ist hier einer? Wollen die mich verarschen? Ich glaube, das Gelbe da, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist das Gelbe, natürlich. So, kann ich Peter wieder einschalten? Ach, da oben. Hä? Ach so, ich bin irgendwo auf irgendwas Rotes getreten, bestimmt. Gut. Das sollte ich natürlich nicht machen. Das ist böse von mir. Dahin. Tipp, folge der Spur an der Decke. Was für eine Spur an der... Aha. Nee. Hä? Ah. Aha. Gut, ich bin so schlau. Eigentlich nicht. Eigentlich stand das da als Tipp, aber... Ja, gut. Langsam wird es eng hier. Oh Gott, ich habe Angst. So, hier noch. Hier, hier, hier. Vor allem, was überhaupt nicht mit dem Boden zusammenpasst. Das war ein echt... So, drauf geschafft. Krieg ich... Hä? Wo soll ich... Ach, da hinten. Da hinten. Da hinten. Gut, und jetzt? Ah, ich sehe. Ich finde es ein bisschen schade, dass halt die Bereich bzw. das Jahr 2016 jetzt so viele Jump und so viel Großes hat, das andere eigentlich so wenig. Also ich hätte mehr von der Urzeit gern gesehen oder verschiedene Epochen der Urzeit. So, sagen wir das Lebewesen, also Urknall. Ich meine, wenn es die Map schon so ist, hätte man irgendwie so einen Urknall einbauen können. Dann die ersten Lebewesen, dann die Dinosaurier. Aber wie gesagt, es kommt so vor, als wäre ein bisschen was übersprungen worden. Ich weiß nicht, hat man hier beim Bauen eigentlich so eine Begrenzung, wie viele Blöcke man setzen kann? So eine Blockbegrenzung oder dass die Map irgendwie nur so 2 MB oder so groß sein darf? Ich weiß es nicht. Ich frage mir das mal nur. Das würde mich einfach mal interessieren. Aber so optisch ist es natürlich super gemacht. Das hat er geschrieben, 16 Stunden haben sie dran gebaut. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Oh, gut, das habe ich geschafft. Sieht schon recht geil aus, ne? Muss man ja sagen. Da ist eine Leiter. Ich hasse Leiterjumps. Komm, das ist wieder zu Sprung. Muss ich schaffen. Oh Gott, ich habe Angst. Noch ein Regenbogen-One am Ende. Ich hasse Regenbogen. Ich sehe es vor allem nicht durch dieses Sektor-Pack. Ich sehe einfach nichts. Hui! Gewonnen. Ha, Peter, was sagst du? So, das war's. Wir hoffen, dass euch unsere kleine Zeitreise gefallen hat. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, würden uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Was ist denn das denn schon? Ja, ist hier gefunden? Nein, haben wir nicht. Kreativität sehr gut, Sprünge sehr gut, Optik sehr gut. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, auch im Namen von Peter, der gerade verhindert ist. Also bis dann. Ciao.